Muss ich denn überhaupt als Arbeitgeber im Kündigungsschreiben, Kündigung muss ja schriftlich sein, wie wir längst wissen, den Grund angeben? Wir haben ja gerade gesagt, du musst nach Kündigungsschutzgesetz einen Grund haben für die soziale Rechtfertigung. Betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt. Nächste Frage, muss ich den Grund angeben? Muss ich den Grund im Kündigungsschreiben angeben als Arbeitgeber? Arbeitnehmer, nein. Man muss nicht. Und ob das ratsam ist, ist eine zweite Frage. Ja? Ja, man muss es nicht. Also Angabe des Kündigungsgrundes gegenüber Arbeitnehmer nicht nötig. Man muss den Grund haben, aber man muss ihn nicht nennen. Ja, Ausnahme, schauen Sie in Ihre Unterlagen, bei betriebsbedingter Kündigung auf Verlangen Gründe, nicht für die Kündigung, die ist betriebsbedingt, das ist auch bekannt, sondern für die soziale Auswahl. Ja, das auf Verlangen. Aber jetzt kommt's. Wer weiß die Gründe? Gegenüber Betriebsrat, ja, § 102 Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, man hat hier systemisch angelegt, dass der Arbeitnehmer, weil er die Gründe ja wissen will in der Regel, zum Betriebsrat gehen muss. Schauen Sie bitte in den § 102 Betriebsverfassungsgesetz, der ist elementar wichtig.